Hallo, Welt der Wunder! Na, Welt der Wunder? Wollen wir doch aber hier keine Werbung für das falsche Format machen. Hallo, Galileo. Galileo, ein deutlicher Mann, ein wunderbarer Mann. Wobei, Wunderwelt, Wunder der Welt oder Wunderwelt oder Galileo, ja, das sind alles Formate, die Unglaubliches leisten. Sie geben uns Bildung. Und Bildung und Wissen, das ist Macht. Und das sollten wir niemals vergessen. Und aus diesem Grund begrüße ich euch zu meinem Format für Galileo, für ProSieben, Wissen für Weltmeister. So, wenn das Video für ProSieben freigeschaltet wird, möchte ich erstens mal alle Zuschauer und auch den Moderator oder die Moderatorin grüßen. Und erstens mal den ganzen Leuten danken für diese tolle Sache, die ihr hier macht, weil Wissen, das ist Macht. Ich habe heute MW2 ein Spiel vorbereitet, um das Wissen ein bisschen für die Jüngeren zu vermitteln. Rohstoffe, Silber, 24.000 Tonnen. Gold, 2.000 Tonnen. Öl, da wollen wir aber gar nicht drüber reden. Und ja, diese Tonnenanzahl, 2.000 Tonnen, das ist allein Gold, was gefördert wird. Und das wird aus der Erde rausgerissen und da gibt es kein Erbarmen. Rohstoffe, das ist mein Thema in diesem Weltmeister-Spezial. Wenn man Rohstoffe fördert, dann kommt die Gier vom Menschen. Und der Mensch, der ist gierig, sehr gierig. Der interessiert sich dann nicht mehr für die Umwelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Der brasilianische Regenwald, der muss weichen, damit irgendwelche Ölpalmen und irgendwelche Sojagewächse dort wachsen. Das ist einfach furchtbar. Ups. Auf jeden Fall müssen wir wirklich aufpassen mit unserer Erde. Weil wenn wir Silber fördern, dann wächst dieses Silber einfach nicht mehr nach. Wenn wir Gold fördern, wächst es nicht mehr nach. Nun ja, man kann sagen, das ist nicht schlimm. Aber es ist schlimm. Ohne Rohstoffe können wir heute gar nicht mehr leben. Rohstoffe stecken überall drin. Selbst in der Herzklappe von so einem Herzschrittmacher. In einem Flugzeug genauso wie in einem Medikamentengerät, wenn ihr versteht, was ich meine. Um es leicht zu erklären. Wir müssen härtere Gesetze machen. Die Erde wird die ganze Zeit ausgebeutet. Und das ist der falsche Weg. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Galileo, Wissen für Weltmeister. Und was für ein Wissen habt ihr gelernt? Dass die Erde verschmutzt wird, verdreckt wird beim Rohstoffabbau. Und was könnt ihr tun? Clever einkaufen. Wenige Rohstoffe verbrauchen und Sachen recyceln. Das ist gut. Und nicht immer gleich was Neues kaufen. Auch ruhig mal einen gebrauchten Fernseher kaufen. Dann könnt ihr viel tun. Weil dann werden weniger Rohstoffe verbraucht. Weniger Rohstoffe werden dann auch aus der Erde gerissen. Recycling ist ein wichtiges Gut. Ohne Recycling, denke ich mal, können wir die Nachfrage gar nicht mehr decken an Rohstoffen. Recycling wird eine Zukunft haben. Es gibt natürlich noch nicht viele Recyclinghöfe, aber es wird sich durchsetzen. Recycling wird die Zukunft sein, weil in einer Tonne Handy so viel Gold ist wie in 10 Tonnen Erz. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschalten und haut auf jeden Fall rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tukens.